Servus, der Wahlkompis Stubin ist hier und bei mir sitzt die Sarah. Wir haben heute Freitag, den 13.03.2020, wahrscheinlich ein historischer Tag in Österreich. Das erste Mal, dass über weitläufige Sperrmaßnahmen durch Coronavirus berichtet werden muss, muss ich jetzt mal in dem Video sagen. Und Sarah ist wahrscheinlich einer der letzten Kunden für die nächsten Wochen, wenn die wirklich am Montag oder Dienstag das Licht ausschalten und hier quasi nichts mehr geht im öffentlichen Bereich. Wir werden sehen, gerade ist die Pressekonferenz, es ist 14 Uhr. Und in ein paar Stunden, werden wir wahrscheinlich wissen, in ein paar Minuten, wenn die Presse sehr schnell ausfahren, ob jetzt Wien gesperrt wird, was wahrscheinlich nicht mehr anfällt, dann wird es kein Doch sein, dass sie Wien absperren. Dann, ob sie das öffentliche Leben absperren und zum Schluss, ob alle erschossen werden. Das kann, ist auch noch ein Thema, wo man nicht weiß, ob das einfach prophylaktisch gemacht wird. Aber es ist wirklich so, ja, man weiß es nicht. Ja, hoffentlich nicht. Das Erschießen oder? Ja, das auch. Ja. Nur wenn es alles ist, egal. Ist auch wieder wurscht, ne? Ja. Nee, also, ja, keine Ahnung, ich bin, also, du hast ja mich gerade gefragt, ob wir jetzt zusperren würden. Wieder runter tun. Wir haben. Kann ich da hinlegen? Ja. Links hast du gesagt, ne? Rechts. Rechts. Es ist halt so, dass wir natürlich. Wir arbeiten auf dem. Aber doch hygienischen Niveau. Natürlich ist das Thema bei Tröpfcheninfektionen übertragbar. Ende schön war auch nicht mehr. Es kann natürlich jeden Treffen, jeder haben, aber eines immer nicht. Es kann sein, du weißt schon, ich hab schon, weiß man nicht. Die Inkubation ist ja auch noch da. Aber ich glaube, wenn jetzt der Staat nicht sagt, wir müssten zusperren, glaube ich nicht, dass wir jetzt direkt zumachen würden. Einfach aus dem Grund, weil das auch natürlich zu guter Letzt wirtschaftliche Gründe hat. Weil ich kann sich einerseits nicht zusperren und meinen Mitarbeitern sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und die zahle ich die Gelder nicht mehr. Auf der anderen Seite kann ich zusperren und die Gelder zahlen, weil du brauchst, musst das alles mal verdienen ins Geld. Mhm. Also ist gar nicht so lustig. Ring? Mhm. 1,28 und dann werden wir jetzt mal ansetzen und anpassen. Also das ist eine sehr spannende Frage, glaube ich, wo man auch nicht so eine pauschale Antwort geben kann. Das Gute ist, ich habe nächste Woche eh eine Urlaubswoche. Ich wollte eigentlich Skifahren gehen, habe aber dann selber schon abgesagt zum Skifahren, weil ich dachte, okay, Tirol ist gerade vielleicht nicht gerade die beste Gegend, weil da schlägt der Coronavirus gerade um sich wie verrückt. Und dann habe ich aber auch einen Tag später von meinem Hotel einen Anruf bekommen, dass sie eh zumachen. Mhm. Kann ich weiter vorne haben ein bisschen nur? Ja, ich glaube, das ist gut. Das ist zumindest mir die Einwahl da, sag mal her. Ja, ich glaube. Das ist deine Sache. Also, jeder anders. Einer sagt vorne, einer hinten. Ich mag es tendenziell oft auch bei der hinten lieber. Mhm. Aber das ist. Das ist beides schön. Ja. Ja, aber du hast schon mal YouTube fragen, aber die Leute wissen, die Antworten dauern ein paar Tage. Ja, nee, ich glaube. Kannst du noch mal ganz kurz nach hinten gehen? Ist irgendwie gleich. Also nicht gleich, aber halt gleich egal. Es ist. Ich würde es so lassen. Hm. Du bist lieber vorne, ne? Ein bisschen. Dann nehmen wir die vorne mal. Ja, so. So wäre super. So? Ja. Na schau, alle guten Dinge sind dran. So. So, dann haben wir das Ganze stehen. Ja? Ja. Gut. Wie siehst du es so? Gefällig oder? Nein. Also nicht für mich, für 70 plus, aber ich weiß nicht, mich nervt die ganze Panik auch ein bisschen. Die ganzen. Aber du hast jetzt, du bist Studentin, der sagt, es ist zu jetzt, oder wie? Ja, also ich weiß nicht, es ist irgendwie. Die Uni ist doch zu. Ja, ja. Das ist. Ja, okay, es ist. Ist gut, oder? Macht Spaß, hat man nicht. Ja, also es ist halt schwierig. Irgendwie macht es Sinn, dass nicht zu viele Leute auf einem Fleck sind. So.
Aber anscheinend war das auch E-Learning-Umstellen sowas, oder? Mhm. Funktioniert das, kann das die Uni überhaupt? Haben die das überhaupt schon alles so weit am Start? Ich glaube schon, dass sie es hinkriegen könnten. Aber ihr habt jetzt noch keine, weil ich studiere jetzt ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Mhm. Aber wenn ich in München, da gibt es keine App oder sowas, wo man sagt, es gibt schon eine Plattform dafür, das gibt es ja nicht, oder? Mhm. Es gibt ja viele Länder oder viele Campus, die es ja von Haus aus eh schon anbieten und gewisse Papers und auch quasi, ja, Aufgaben auch sowas eben so verteilen mit diesen Medien arbeiten. Ja, ja, voll. Das war's schon, einmal ins Spiel geguckt. Wenn wir es noch nicht haben, werden wir es jetzt auch bis morgen hier aufbauen. True. Schön? So. Also. Wir erklären mal die Pflege, die Nachbehandlung. Erster Schritt ist Hände waschen, Hände desinfizieren. Wenn die Hände gewaschen, desinfiziert sind, tun wir erstmal die Hände. Wenn sie gewaschen sind, nehmen wir Pondelin-Spray. Ich wollte sagen, wer kein Desinfektionsmittel zu Hause hat, könnte auch Pondelin-Spray nehmen, um sich damit mal die Hände kurz desinfizieren. Dann nimmst du den Pondelin-Spray und sprühst den außen. Oh, hab ich dir mal mit Kleinen? Kein Problem, danke. Ja. Dann nimmst du den Pondelin-Spray und sprühst den bitte außen auf die Nase drauf und auch in die Nase kurz einen Sprüher rein. Lass den Spray einwirken für 30, 40 Sekunden. Danach nimmst du eine Küchenrolle. Die Küchenrolle machst du den Spray voll. Und wischt außen und auch innen drin das bisschen sauber. Keine Wattestäbchen oder Chloroquine, das würde nämlich fusseln. Okay. Zweiter Schritt, Pondelin Gel. Tropfen nehmen, auftupfen, außen und innen, bisschen bewegen und mit den Fingern aber noch? Ja. Okay. Und die Hände vorher wieder waschen und desinfizieren. Drei Wochen zweimal am Tag, dann drei Wochen einmal am Tag. Das heißt sechs Wochen am Stück und in sechs Wochen können wir es wechseln. Auf einen dünneren Ring, auf einen schwarzen, einen Rosé gehört, einen roten, was auch immer, was dir gefällt. Werden wir bis dann wieder offen haben. Aber ich denke, in sechs Wochen ist der ganze Spuk vorbei. Schauen wir, ob es so ist oder nicht. Fragen? Ich weiß nicht, ob ich nicht Haare färbe, ich habe morgen einen Termin. Aber von einem Friseur, der es eh nach hinten abschüttelt. Also wenn du es beim Friseur machst und der die Haare färbt nach hinten und beim Aufemulgieren, also beim Auswaschen der Farbe, nicht irgendwie dran spritzt, das heißt, vorne das Deckhaar wirklich sauber aus, spült, dann sehe ich es nicht als problematisch. Aber wie gesagt, dran hinkommen darf nichts. Ja, halt ich was vor so. Gut, aber dann müsst ihr hinten, wir machen aber keine Sorge. Und so passt. Gut. Super, danke. Gibt es Fragen von deiner Seite aus? Nee, es steht aber eher alles auf dem Zettel, weil ich habe jetzt nicht alles gemerkt, was du gesagt hast. Nicht? Schnell. Aber ich kann mir ein anderes Video anschauen, ein altes. Da finde ich sowieso alle Infos. Ja, aber es ist nicht Sinn und Zweck. Du hast den Zettel, den darfst du einmal durchlesen. Und wie gesagt, im Endeffekt ist es nur sprühen, einwirken lassen, Küchenrolle nehmen, putzen, fertig. Und in sechs Wochen wechseln, wenn ich will. In sechs Wochen sehen wir uns. Nein, nicht, wenn du willst, sollen wir auf jeden Fall machen. Der erste Wechsel ist schon wichtig oder fast verpflichtend. Dass da kommst du nochmal vorbei. Und da sehen wir uns dann. Okay, passt super. Gut, danke dir mal für alles, fürs Kommen, fürs Filmen und wünsche dir eine gute Zeit. Danke. Und wir sehen uns in sechs Wochen hoffentlich in alter Frische, wenn alles wieder rum ist, wenn wir sehen, was bis dahin ist. Dann gebe ich dir mal, wie ist denn am Schlüsselchen, hier liegt schon alles da, dann sind wir eigentlich fertig. Danke dir fürs Kommen, euch danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss, baba.